Auf die Render-Videos zu Overwatch gibt es in unserer Community in der Regel zwei Standardreaktionen. Nämlich erstens, das sieht total super aus und zweitens, schade, dass davon im Spiel nichts vorkommt. Viele Spieler vermissen nämlich eine große Rahmenhandlung in Overwatch, wie sie sie aus anderen Blizzard-Spielen kennen. Zugegeben, eine richtige Story-Kampagne wie in War und StarCraft gibt's nicht, stattdessen vage Andeutungen auf einen vergangenen Konflikt zwischen der Menschheit und den Omnic-Robotern. Aber trotzdem hat jede einzige Karte in Overwatch eine Geschichte zu erzählen, wenn man nur aufmerksam genug sucht. Da es bei akutem Bastion-Sperrfeuer aber gar nicht so leicht ist, aufmerksam die Map abzusuchen, nehme ich euch die Recherchearbeit ab und zeige euch in unserer mehrteiligen Videoreihe, was ihr in Sachen Story und Anspielungen auf den Karten verpasst habt. Die Eskorte-Karte Dorado spielt in der gleichnamigen Stadt in Mexiko. Hier findet gerade das Festival de la Luz statt, bei dem die Menschen das Ende der Omnic-Krise feiern. Mexiko wurde davon besonders hart getroffen, da die Maschinenwesen die Energieversorgung des Landes zerstört haben. Erst durch den Einsatz von Guillermo Portero wurde diese Periode der Finsternis beendet. Ihm zu Ehren steht auch diese Statue auf der Karte. Zusammen mit dem Konzern Lumerico hat Portero nämlich ein Netzwerk aus Fusionskraftwerken errichtet und damit die Energieversorgung wiederhergestellt. Daraufhin wurde Portero zum Präsidenten von Mexiko gewählt. Eines dieser Fusionskraftwerke spielt auch eine wichtige Rolle auf der Karte, denn hierhin muss das Angreiferteam ein wichtiges Bauteil eskortieren. Ob damit die Verteidiger automatisch die Bösen sind, die Mexiko keinen Strom gönnen, ist nicht so leicht erklärt. Denn immer wieder gibt's auch Andeutungen darauf, dass der Energiekonzern Lumerico etwas im Schilde führt. Zum Beispiel, wenn Soldier 76 zum Beginn einer Runde fragt, was das Unternehmen jetzt wohl wieder vorhat, oder er im Render-Video Hero die Gang Los Muertos auf der Suche nach Informationen auseinandernimmt. Ebenfalls interessant, auf Dorado gibt's eine Reihe von Hinweisen auf die mysteriöse Sombra, die möglicherweise eine in Zukunft spielbare Heldin ist, und sehr eindeutig Tipps darauf, dass Junkrat und Roadhog sich am Safe zu schaffen gemacht haben. Sie betreten jetzt Hanamura. Ein weiterer geschichtsträchtiger Ort ist die Angriffskarte Hanamura in Japan. In dessen Zentrum steht der Sitz des Shimada Ninja Clan, dem sowohl Hanzo als auch sein Bruder Genji angehören. Schließlich erschlug der Drache des Südwindes seinen Bruder, der zur Erde stürzte und so das Land zerbrach. Beziehungsweise angehört haben, denn wie auch im Renderfilm Drachen zu sehen ist, hat Hanzo seinen jüngeren Bruder im Streit vermeintlich umgebracht und sich danach von der Organisation abgewendet. Genji hat aber mit Hilfe von Mercy überlebt und bekam seinen jetzigen Roboterkörper. Obwohl Hanzo kurz danach den Shimada-Clan verlassen hat, war Genji trotzdem besessen davon, das Ninja-Syndikat zu zerschlagen. Nein, ich werde dir nicht die Gnade des Todes gewähren. Dein Leben hat noch immer eine Bestimmung. Auf Hanamura findet man einige Spuren dieses Konflikts. Punkt B zum Beispiel ist der Altar, an dem im Gedenken an den vermeintlich gestorbenen Genji getrauert wird und ist einer von zwei Punkten im Spiel, an dem Genjis Schwert ausgestellt ist. Ein besonders cooles Detail: während in der Beta dieser Tempel noch unversehrt war, sieht man in der Release-Version allerhand Schäden wie Kratzer, Ninja-Sterne und Pfeile in Wänden und Böden, und zwar genau an den Stellen, an denen sie im Renderfilm Drachen auch demoliert wurden. Außerdem cool sind die vielen Anspielungen auf Blizzard-Spiele in der Spielhalle zu Beginn der Karte. Fighters of the Storm 1 und 2 sind eine Anspielung auf Street Fighter und Heroes of the Storm. The Lost Vikings 6 ist eine Kombination aus der alten Blizzard Jump-Run-Marke und der StarCraft 2-Einheit Viking. Und Soulstone Demon Slayer ist eine Anspielung auf Diablo 3 und 2D-Sidescroller wie Streets of Rage. Übrigens, bevor D.Va spielbar wurde, hing schon in der Spielhalle ihr Poster. Willkommen in Hollywood. Auf der Eskorte-Map Hollywood geht's natürlich in die US-amerikanische Traumfabrik, die wichtige Fracht ist aber ziemlich brisant.
Die Angreifer begleiten nämlich im Auftrag von Overwatch die Limousine des bekannten Omnic-Regisseurs Alfred Glitchbot, eine sehr subtile Anspielung auf Alfred Hitchcock, über das Gelände des Goldshire Filmstudios. Die Verteidiger sind also eigentlich hier die Vertreter der Anti-Omnic-Bewegung. Auf der Map gibt's dann eine ganze Menge Hinweise auf in der Overwatch-Welt bekannte Omnic-Filme, wie etwa den von Glitchbot verantworteten Western Six Gun Killer, Some Like It Bot, die Overwatch-Version des Marilyn Monroe-Streifens Manche mögen's heiß, und der Actionfilm Hero of My Storm, in dem Heldin D.Va unter ihrem echten Namen Hannah Song mitspielt, ist natürlich eine Anspielung auf das Blizzard-Spiel Heroes of the Storm. Die Sterne am Walk of Fame zeigen neben einigen Schauspielern aus der Overwatch-Welt außerdem die Namen Eric Swift, Olaf Stout und Baylock Fierce. Und das sind natürlich die Hauptfiguren aus dem Blizzard-Spiel Lost Vikings. Die Goldshire Studios an sich sind natürlich eine Anspielung auf die World of Warcraft-Ortschaft Goldshire. Habt ihr auf diesen Karten noch andere coole Details entdeckt? Dann ab damit in die Kommentare. In der nächsten Folge unserer Overwatch-Geschichtsstunde zeige ich euch dann, weshalb die Angreifer auf King's Row eigentlich fiese Mörder sind, warum an einem Ort des Friedens ein erbitterter Kampf tobt und weshalb ihr auf einer anderen Map den ersten Trailer zum Spiel nachspielt.